Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gipfelstürmerbox von Unheilig. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gipfelstürmer von Unheilig, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. So sieht das aus. Es ist eine recht flache Box, quadratisch, und wie wir sehen können, ist das Ganze noch in Folie, wenn auch die Folie an ein paar Stellen schon etwas eingerissen ist. Bevor wir die Folie abmachen, nehmen wir uns einmal kurz hier diesen Sticker vor, und zwar lesen wir hier Unheilig Gipfelstürmer, und darunter haben wir dann den Boxinhalt aufgelistet, und zwar 2 CD Digipack, 3x 10 Inch Vinyl, Buttonset, Postkartenset, Aufkleber, Poster, exklusives Stück aus Original Bühnenhintergrund. Jawohl, das ist der Inhalt dieser Box. Dann werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Und so sieht das Ganze dann ohne Folie aus. Also, wie gesagt, eine quadratische Box, die recht flach ist. Wir haben hier das Ganze in so einer etwas älteren Optik. Und zwar haben wir hier eine alte Dampflokomotive, die hier auf Gleisen fährt. Es sieht so nach einer bergigen Landschaft aus. Hier im Hintergrund sehen wir so Bergspitzen, rechts die Bäume. Und ansonsten, ja, ist das Ganze ziemlich einfärbig, so in Schwarz und Grau gehalten. Auf den Seiten ist das hier in so einem, ja, weiß nicht ganz, so einem grau, weiß, beige, also so einem, ich sage jetzt mal, dreckigen Weiß gehalten. Hier auf der Seite lesen wir Unheilig Gipfelstürmer. Auf der Oberseite ist das wieder in Grau. Und hier auch wieder. So, auf der Rückseite haben wir hier einmal zuoberst einen Barcode. Dann haben wir hier die Bergspitzen zu sehen. Und hier unten lesen wir die Tracklist. Und zwar haben wir hier auf CD1 insgesamt 16 Stück. Und auf CD2 haben wir dann Demo-Versionen. Und hier haben wir dann nochmal 10 Stück. Jawohl. Aber dazu kommen wir dann noch im Detail, wenn wir beim Inhalt sind. So, der Deckel ist abnehmbar. Wenn auch etwas schwer. So. So sieht das von innen aus. Auch hier wieder Berge, in diesem Fall im Deckel, eingearbeitet. Und dann haben wir hier den Boxinhalt. Wir haben einmal das Album an sich, ebenfalls noch verschweißt. Dann haben wir Postkarten. 1, 2, 3 Stück. Das Buttonset. Ein Stück Stoff. Ich gehe mal stark davon aus, das ist das, was hier als Teil der Bühnendeko beschrieben wurde. Dann haben wir hier links so einen schwarzen Stoff, so ein kleines Bändchen. Und mit diesem, mit dieser Lasche, kann man dann hier das Ganze anheben. Denn wir haben dann hier, das ist wohl ein Poster, aber dazu kommen wir dann noch. Und dann haben wir hier die drei Vinyls. So, auch auf der Unterseite haben wir wieder hier diese Berge. Und dann eben dieses schwarze Band. Das machen wir jetzt wieder rein. Ebenso wie den Boxdeckel, der kommt drauf. So. Box kann zur Seite. Und dann nehmen wir uns dem Album an. Das ist ja noch eingeschweißt. Bedeutet, wir machen die Vinyls zur Seite. Die Vinyls sind nicht eingeschweißt, nämlich spannenderweise. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Also, so sieht das aus. Auch hier wieder diese Dampflokomotive. Allerdings ist das Ganze hier etwas färbiger gestaltet als auf dem Boxdeckel. Hier im Hintergrund alles in Rot gehalten. Wir lesen hier Unheilig Limited Deluxe Edition Doppel-CD im Digipack mit 10 exklusiven Bonustracks. Gipfelstürmer hier nochmal der Albumtitel. Es ist übrigens das 8. Album von Unheilig. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier wieder die Tracklist, 16 Stück auf CD1, also auf dem Album an sich, und auf der CD2 dann diese 10 Demo-Versionen. Diese Variante hat hier einen Barcode, bedeutet rein das hier mit dieser Bonus-CD gab es auch so im Handel.
Dann werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Das erklärt dann natürlich auch, warum das extra verschweißt wurde. Nochmals, weil man dann natürlich diese Version, wenn man die regulär verkauft hat, dann hat man die natürlich auch eingeschweißt und dann hat man einfach die, die man regulär im Handel auch kaufen konnte, hier mit in die Box gepackt. So, also, Cover kennen wir. Auf der Seite sieht das so aus. Es ist übrigens ein Digipack. 16 Tracks des Albums, 10 hier auf der Demo-Version-CD. Und dann kommen wir zum Innenleben. Als erstes haben wir auf der linken Seite einmal in diesem Täschchen ein Booklet. Hier wieder die Dampflokomotive. Also die ist hier wirklich im Artwork überall mit dabei. Jawohl, dann haben wir hier die Lyrics. Bedeutet, hier ist wirklich jeder Track Wort für Wort abgedruckt. Sehr schön. Dann haben wir zum ersten Mal nicht die Dampflokomotive, sondern den Sänger, den Graf von Unheilig, der hier bei diesem Alpenpanorama steht. Ich habe erst vor kurzem mal eine Doku über den guten Mann gesehen, sehr spannend gewesen. Und da ist unter anderem herausgekommen, dass er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, an Höhenangst leidet. Und dass es auch arschkalt war. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich viel abverlangt hat, dieses Fotoshooting. Einerseits natürlich wegen der Höhe. Andererseits natürlich auch in diesem, ja, doch eher dünnen Gewand. Ist ja nur ein ganz einfacher Mantel. Und in solchen Höhen hat sie dann doch eine ziemliche Temperatur. So. Dann hier noch einmal in Rot die Dampflok, die hier über die Brücke fährt. Weitere Fotos vom Grafen hier mit Anzug und Koffer. Und dann hier das Gipfelkreuz, in diesem Fall in Unheilig Design. Jawohl, schönes Ding. Ich habe jetzt nur, ja genau, hier waren dann noch zum Abschluss die Credits. Nochmals die Dampflok. Das Booklet wieder zurück. Wir kommen zu den CDs. Die sind hier in einem Wagendesign, also so wie die Räder bei der Eisenbahn aussehen. So sieht auch die CD aus hier. CD1 lesen wir. Dann haben wir hier noch das Unheilig-Logo mit eingearbeitet. Auf der Rückseite haben wir hier dann die Ansicht von oben, von der Dampflok aus. Gipfelstürmer lesen wir auch hier. Und dann haben wir CD2. Hier sind dann eben die 10 Varianten, also die 10 Bonus-Tracks, diese Demo-Versionen drauf. Okay. Also, so viel zu diesem Digipack. Aber damit nicht genug mit der Musik, denn wir haben hier auch noch Vinyls dabei. Und zwar haben wir hier insgesamt 3 Stück, die wir uns jetzt mal ansehen werden. So, wir fangen an. Das Ganze ist hier scheinbar durchnummeriert, denn hier oben lesen wir Teil 1. Hier wieder Berge und die Eisenbahn. Dann haben wir hier auf der A- und auf der B-Seite jeweils 3 Tracks, bedeutet 6 Stück. Und das Ganze sieht dann so aus. Wir haben hier noch so eine eigene Papierhülle, in der sich die Vinyl befindet. Und Vinyl Nummer 1 sieht dann so aus. Also A-Seite. Also auch spannend, dass man das hier extra drauf geschrieben hat. Also hier steht A, diese Seite. Und dann steht B, andere Seite. Also A. Okay, alles klar, weil die hier extra mit einem Foto ausgestattet wurde und nicht beschriftet wurde mit Tracklist, dann macht das natürlich schon mehr Sinn. Ich dachte, dass jetzt auf der Rückseite das umgekehrt steht, also mit oben B und unten A, andere Seite. Okay, also so hat man das dann designt. 6 Stück hier drauf, die Vinyl klassisch in Schwarz gehalten. Packen wir, schau mal kurz rein, nein, da ist uns nichts. Packen wir wieder zurück in die Hülle. So, nach der 1 kommt natürlich dann die 2, auch hier wieder in Rot. Die sind alle vom Cover ident, also bis auf diesen silbernen Aufdruck hier oben mit Teil 1, Teil 2, Teil 3 sind die ident. Beziehungsweise nein, jetzt sehe ich es erst, die Berge da hinten unterscheiden sich ja doch. Mein Fehler. Also, wir sehen, die haben hier unterschiedliche Bergvariationen. Okay. Also, Teil 1 haben wir uns bereits angesehen. Teil 2 sieht dann so aus. Jawohl, auch hier wieder 6 Tracks. So sieht dann die Hülle aus. Und die Vinyl
auch hier wieder in Schwarz. Hier lesen wir dann C und D. So sieht das aus. Also das gibt es echt selten, dass man auf so kleinere Vinyls, also das sind ja nicht die ganz regulären, wo man Alben drauf macht, sondern es sind eben 10er, also 10-Inch Vinyls, und deswegen hat man davon noch drei gebraucht. Aber das gibt es dann doch sehr selten, dass man wirklich das Album zusätzlich zur CD auch noch so schön hier auf drei einzelne Vinyls packt. Gefällt mir gut. Ich bin generell immer sehr für Vinyls. So, und hier waren dann eben die letzten vier Tracks drauf. Also 6 und 6 und 4. Ergibt dann insgesamt 16. Teil 1, Teil 2, Teil 3 hätten wir somit durch. Das war es soweit mit der Musik. Wir kommen zu den nächsten Inhalten. Und zwar haben wir hier einmal die Postkarten. 1, 2, 3 Stück an der Zahl. Eine hier im Hochformat und die anderen beiden im Querformat. Natürlich auch hier wieder die Dampflok. Und das Ganze hier im Postkartendesign, also kann man auch versenden, wenn man denn möchte. Drei Buttons haben es auch mit in die Box geschafft. Die kommen hier in so einer kleinen Plastiktasche, in so einem kleinen Beutelchen. In einem Druckverschlussbeutel. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, ja, ich glaube, so müsste es passen. Also wir haben hier einmal die Dampflok wieder. Dann haben wir hier das Panorama, wie sie fährt, das wir auch schon von den Vinyls kennen. Und dann hier noch einmal das Design, in dem auch die CDs gehalten waren, hier in diesem Rad. Drei Buttons in Schwarz, Grau und Rot. Ups, da hat sich ein Button verabschiedet. Packen wir wieder in den Beutel. Dann haben wir etwas Spezielles dabei, und zwar ist das hier ein Stück Stoff der Bühnendeko. In meinem Fall ist meins jetzt ja etwas unspektakulär, ich habe hier einfach nur einen schwarzen Stoffstreifen, so ein schwarzes Stück erwischt. Aber ja, finde ich schön, man hat scheinbar nach dieser Tour die komplette Deko in zig Teile zerschnitten und dann hat man hier pro Box eben einen beigelegt. Das ist meiner. Falls ihr die Box auch habt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, könnt ihr mich wissen lassen, was ihr da für ein Stück erwischt habt. Dann haben wir ein Poster. Schauen wir mal. Jawohl. So. Im Hochformat. Hier unten lesen wir wieder den Albumtitel plus den Bandnamen und natürlich auch hier wieder die Dampflok zu sehen mit dem roten Hintergrund. So sieht das aus. Und die Rückseite ist blank weiß. Also das Poster einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch nochmals die Dampflok und das, jawohl, das ist ein Sticker. Ein riesengroßer Sticker hier, quadratisch. Also der ist hier so groß wie das zusammengefaltete Poster in etwa. Das ist ein Riesensticker, dafür zwar nur einer, aber ja, der ist dafür gewaltig. Gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Sticker natürlich. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt, Format A1. Die drei Postkarten mit den drei Motiven hier, einmal im Hochformat, zweimal im Querformat. Die drei Buttons hier im Druckverschlussbeutel. Dieses individuelle Stück Stoff der Bühnendeko des Bühnenbanners von der Best-of-Tour. Dann haben wir die drei 10-Inch Vinyls, Teil 1, Teil 2, Teil 3, mit den 16 Tracks des Albums nochmal in Vinylform. Und natürlich das Album an sich, Gipfelstürmer, inklusive der Bonus-CD mit den 10 Demo-Versionen. Damit sind dann insgesamt 26 Tracks drauf. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Gipfelstürmer von Unheilig. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unheilig unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.